Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter The Evil Within und im Moment befinden wir uns wieder auf der Reise zurück. Hier durch das Mark und zwar hin zu dem O'Neill. Das ist sozusagen der Typ, den wir als erstes getroffen haben im ganzen Spiel. Denn wir kriegen ihn leider nicht erreicht über das Funkgerät. So, wir noch genug Leben eigentlich? Schon, ne? Huch. Ja, das ist voll. Ja, gut, dann machen wir uns auf den Weg. Müssen wir jetzt nur mal gucken, ob ich ihn noch irgendwo sehe. Ich weiß gar nicht, in welchen Weg wir hier durchs Markt gehen sollen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder durch den Computer gehen. Mach mal auf hier. Was ist hier drin? Kurz auf die Karte gucken. Okay, wir müssen einen Weg zu O'Neill finden, aber sehe ich den hier auf der Karte? Jetzt muss er hier durch den Computerraum wieder gehen, ne? Jetzt fällt mir gerade an, wo ist der Computerraum? So, sie ist dort. Und der Computerraum ist ja wahrscheinlich hier drin irgendwie. Ne, das ist der Spiegel. Hä, wo war denn dieser Computerraum wieder? Da. Gut. Rein da. Okay. Hoffen wir, dass das Markt noch da ist. Ja. Hat eine ganz schöne Wendung bekommen, das ganze Spiel, muss man sagen, weil jetzt haben wir mal Helfer und können uns noch woanders drin bewegen. Was ich total cool finde, aber es auch ein bisschen abgespaced ist. So. Auch, dass man neue Außenareale sieht, bin ich auch mal ganz spannend, weil langsam wird es auch ein bisschen langweilig, im Dunkeln nur rumzulaufen. So, hier liegen auf jeden Fall ein paar Sachen schon wieder. Nehmen wir alles mit. Was ist das denn? Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssigkeitseinheit werden in Laboren werden, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Mit dem Kommandant können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Perfekt. Ist hier noch mehr? Hier nicht mehr. Aber es wird der richtige. Entschuldigung, es wird der richtige Bereich sein. Gehen wir hier durch. So, wir lassen die Schrotflinte mal im Anschlag. Man weiß ja nie, ne? Huch. Ja. Mal auf das Ding. Okay. War jetzt nicht so schwierig. Da sieht man auch schon, ist alles ein bisschen anders geworden. Theodor muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmanns Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal. Oh, eine Dia. Nachsehen. Okay. Da können wir wahrscheinlich nichts machen wieder. Da geht es noch runter, okay. Hat sich ein bisschen verändert, das Ganze. Deswegen gucke ich lieber nochmal überall nach. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ja. Spritzen brauchen wir nicht, haben wir alles. Und hier ist auch nichts, obwohl man kann den rausziehen da. Da durchgehen, oder? Mobius, danke. Gucken, was da drin ist. Eigentlich haben wir gute Sachen drin. Naja. Waffenteile und ein bisschen Schießpulver. Meldet hier nicht, das ist auch schade, ne? Ein bisschen mehr hätten sie ja ruhig hier hinlegen können. Oh, warte mal, hier können wir es öffnen. Ah, nichts drin. So, hier noch irgendwas? Na gut, aber immerhin ein paar Teile noch gefunden. Das könnten genau die Teile sein, die wir brauchen, um irgendwas hinzubekommen. So. Wollen wir mal gucken. Da können wir nicht rein. Hier wurde irgendjemand hingeschliffen, geschleift, geschliffen. Und hier ist wieder Save Point, oder?
Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Gucken wir uns das mal an. Okay. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Ja, eigentlich nicht. Ist doch ein Schisser. Computer der Hoffmann-Notizen. Zeit innerhalb des Stems war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und des Zusammenbruch von Union haben es jedoch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich, die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird moduliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts, Kreaturen, die sich jede Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Und wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann. So, müssen wir ein bisschen rumgucken hier. Also hier können wir speichern. Wir speichern trotzdem mal zwischendurch. Kann ja sein, dass wir mal vielleicht uns verschießen und sozusagen so viel Munition durch die Gegend ballern, dass wir es nicht gebrauchen können. Ist hier noch irgendwas, was hier liegt, was wir gebrauchen können? Gut, zwei Ausgänge gibt es. Dort und dort. Ich gehe mal erst hier hoch, guck mal, ob da noch irgendwas ist. Ah, ne, das ist Exit D5, da gehen wir jetzt noch nicht hoch. Dann gehen wir erstmal hier hinten hin. Gucken wir mal. Da liegt jemand? Mann. Tasche für Schrotmunition, wie geil ist das denn? Können wir noch ein bisschen mehr betragen, ne? Sehr gut. Also eine mehr ist natürlich echt wenig eigentlich im Endeffekt, aber Angst, dass ich mich gleich hier erschrecke irgendwie. Sieht alles so eklig aus hier. Da! Ein dämlicher Typ. So. Cool, das war doch mal ein netter Move von mir. Widerliche Fickviecher. So. Raus hier. Mir ein bisschen erschreckt, muss ich zugeben. Einfach mit dem Fahrstuhl fahren. Ja klar, ich fahre einfach mal mit dem Fahrstuhl. Aber was soll's, machen wir natürlich. Denn wir lieben den Fahrstuhl. Puha. Flackerndes Licht hat noch nie was Gutes bedeutet, egal wo man war, oder? Schrotmunition. Scheint, haben sie hier zusätzlich gesichert. Ist ja nicht er. Hier kommen wir auch nicht rein. Mal da rüber klettern. Oh, da ist die Schrotmunition. Können wir einfach durchgehen? Entschuldigung. Ah, hier ist der Spiegel. Aber ich habe gesehen, hier war da was drin. Da, der hat Schrotmunition. Sehr gut. Wir müssen auch ein bisschen Munition sammeln mal, damit wir auf Dauer auch ein bisschen was haben, weil ich nervt immer, dass ich immer so knapp mit Schrot und allem bin. So, wir haben noch nicht genug, wir brauchen eigentlich nicht eingehen. Sicherheitsoperativ ist die Suche, ohne die notwendige Freiheit zu betreten, werden. Aufgrund der vertraulichen Art der aufgeführten Experimente haben nur Mobius-Operativs mit dem passenden Einheits-Zerebral-Chip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie Ihre Freigabestufe. Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen befindet. Okay. Gut. Na, der hat keine Freigabe mehr, würde ich sagen. Hui.
Sieht ja auch mal abgefahren aus, warte mal. Ich muss kurz gucken. Da geht's nicht weiter, ne? Aber trotzdem irgendwie abgespaced. Warte, hier liegen noch Sachen. Hä? Wie abgefahren ist das denn? Na gut. Jetzt haben wir noch eigentlich alles. Wir haben alles, ne? Ja. Blitzeblank hier, aber ein paar Blutflecken, ne? Okay, hier ist wieder rottig. Das ist nur der Gang, der schön war. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Sagen sie Menschen drin. Sieht nicht schön aus. Oh, Vorsicht, nicht anfassen. Okay. Und nicht, dass ich die hier alle freisetze hier. Was ich sehr, sehr dumm wäre. Schön verschnürt hier. Kleine Pakete. Gab es hier noch einen Ausgang? Nee, ne? Es gab nur den einen, oder? Also das ist schon ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Sieht doch gleich was. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollte mich Liam hier treffen? Okay, wir kommen da wahrscheinlich nicht rein. Wir brauchen bestimmt einen Chip dafür. Ohne ich wollte erst dieser Chips komme ich nicht weiter. Genau, gucken wir, ob wir einen Chip finden hier. Guck mal, da können wir auf jeden Fall das Tor aufmachen, indem wir das Ding benutzen mit dem... Da kommen wir auf jeden Fall rein. Sind das Einwohner von Union? Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Auch noch ein paar Schrotsachen und was. Alter, jetzt finden wir auch Schrotmunition am Ende. Ziemlich gut. Hallöchen, kleine Hand guckt da raus. Mann, ist das eklig. Stell dir mal vor, du betrittst so ein Haus, wo es so aussieht. So ein Lager. Geht ja gar nicht, oder? Hier mal rein. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger in die Grube, aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge, Stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein. Ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium. Das ist eine mentale Sache. Die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Ist das kalt? Was zum Teufel passiert hier? Hm. Auf einmal ist es echt kalt geworden, ne? Da geht's ja ziemlich tief runter. Oh Gott, da werde ich runtergeschubst. Können wir jetzt nicht runterschieben? Nee. Bevölkerung
in die Richtung gehen. Das ist schon leicht eklig. Das war doch klar. Was ist das? Oh, wer ist das denn? Alter, wer ist sie denn? Heilige Scheiße. Wer ist das? Es sucht nach mir. Okay, wie kennen wir das, ist die Frage. Oh, shit. Mach das mit mir. Oh Gott. Lieber Harry Potter. Okay, das war's wohl. Ist uncool. Gucken, ob wir es anders lösen können. Wieder rumkommen wahrscheinlich. Okay, da kommen wir nicht mehr durch. Das ist jetzt hier frei, oder? Frage, was wir machen sollen. Wo sollen wir denn hin? Kann ich sie killen? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah! Shit. Aber ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Ich bring mich einfach mal um. Ist schon uncool. Da hinten raus, okay. Sehe ich jetzt erst. Habe ich wohl nicht gesehen, dass es da runtergeht. Habe ich nicht gesehen, dass es hier runtergeht. Gut. Okay, da geht es wieder hoch. Macht uns aber auch keinen Sinn für uns, oder? Ne, müssen wir unten längs, glaube ich. Das ist eklig, das Viech. Oh. Was macht sie? Was ist das für ein Ding?
Wie komme ich da jetzt? Ah, die ist so eklig. Da hinten rumgehen, ne? Geht gerade die ganze Zeit alles, kann das sein? Komm ich schnell hier raus? Was ist los? Was hat das zu bedeuten? Das war zu real, um nur Einbildung zu sein. Also, die hatten wir ja schon mal im Café getroffen. Also so eine ähnliche Tante, oder? Ich meine, das war die. So, wir brauchen noch so einen Zentral-Rebral-Chip, oder wie er hieß, um da durchzukommen, ne? Weiß zwar nicht, wo wir den herbekommen, aber wo müssen wir den herbekommen? Sieht aus, wie lebendig ist fast. Ob wir den nicht kalt machen können. Leise und still. Falls nur einer. Okay, hier noch ein paar Leute. Da liegt einer. Bevor wir hochgehen, gehen wir erstmal hier unten links. Da ist einer. Ich will jetzt auch nicht meine ganze Munition wieder verballern für die Schwachmaten. Das wäre wieder echt ärgerlich. Hier gehen wir auch nochmal rein. Irgendwas muss da drin ja sein. Zumindest.
viel mehr ist hier drin gar nicht, ne? Hier wieder raus. Also ich weiß noch nicht, wo wir genau hin müssen. Wir brauchen auf diesen Chip auf jeden Fall. Den werden wir wahrscheinlich irgendwo unterwegs gleich finden. Hoffe ich zumindest. Gehen wir nach oben. Hoch. Ist da was bei ihm? Nee. Oben finden wir bestimmt was. Ich geh erstmal hier längs. Gucken wir mal. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest mit Verlorenen. Nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Klingt nicht so gut. Aber hier blinkst und blinkselt was. Der. Okay, unsere Tasche ist verbessert. Das heißt, wir können mehr Heilsachen tragen, was natürlich sehr cool ist. Das ist natürlich echt gut. Aber mehr finde ich hier drin noch nicht. Mist, sind da 2. Boah, einen kann ich auf jeden Fall killen. Oh, Flasche. So. Also ich finde, den Zielen werden wir immer besser eigentlich, oder? Kommt mir so vor. Haben wir gut. Trotzdem fehlt uns immer dieser blöde Chip. Auch noch irgendwas. Keine Flasche. Ja, okay. Die Flaschen sind ganz gut, die können wir immer ganz gut gebrauchen. Gerade bei solchen Angriffen. Schrot, sehr gut. Oder was? Munition, jetzt war Munition, ne? Hoffen wir mal nicht, dass alle jetzt hier aufstehen gleich. Was haben wir denn hier? Machen wir erstmal den Kram ein hier. Da wird bestimmt dieser Chip eingeführt oder so. Was wird da gemacht? Guck mal. Studio über eine Operative. Unsere schlimmsten Fürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf Morbius Operatives ausgeweitet. Wir haben schon vermutet, dass die Verwandlungen ein Ergebnis der Gedächtnisüberschreibung sind. Allerdings wurde das Operatives nie getastet. Wir haben es geschafft, eine betroffene Mobius Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor sie verwandeln konnte. Vielleicht hätten wir Kontakt zu so vielen Toten verloren in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden seinen Einheitszentralchip entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erhalten. Das Entfernen intakter Zerebralchips ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Barre und gibt den Aktivierungs 0128 ein. Okay. Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. Okay, mal sehen, was passiert. Ja.
Boah. Und jetzt der Chip draus oder was? Na gut. Und da ist er. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. War klar, oder? Gut. Wir müssen aus diesem Labor raus. Und wie wir das machen, zeige ich euch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.